Halo, guten tag, dobro dan i dobrodošli u novu video lekciju. Kratka video lekcija, prevodite zajedno sa mnom. Dakle, imamo 10 rečenica koje treba da prevedemo, ali ćemo svaku prevesti na dva načina, dakle koristeći i povratne zamenice. Pa, ako hoćete da vidite o čemu se radi, willkommen! Ok, dakle, krećemo sa prvom rečenicom. Ona glasi, ona je pitala svog dečka zašto je tako hladno. Znači, Bože što je hladno, a avgust je mjesec. Dakle, hajmo da prevedemo prvu rečenicu. Ona je pitala svog dečka zašto je tako hladno. Sie fragte, ona je pitala. Koga je pitala? Svog dečka. Pazite, znači, akuzativ muški rod. Njen se kaže ihr, ali pošto je njenog dečka, svog dečka, znači dobit ćemo ihren Freund. Ich fragte meinen Freund, du fragtest deinen Freund, aber sie fragte ihren Freund. Sie fragte ihren Freund, zašto je tako hladno? Pazite na ovu rečenicu, znači indirektno pitanje. Glagol na kraju, warum? Es so kalt ist. Sie fragte ihren Freund, warum es so kalt ist. A sada jednostavno hoću da pitam, zapitala se. Zapitala se, zašto je tako hladno? Sie fragte sich. Sie fragte sich, pitala se sebe, isto pitanje sebi postavljala, warum es so kalt ist. Sie fragte sich, warum es so kalt ist. Dobro, ajmo na sljedeću. Broj 2. Ja podsjećam decu na njihov zadatak koji imaju da urade u školi, Schularbeit. Ja ih podsjećam na domaći zadatak. Dakle, ih. Erinere, koga? De Kinder, na, ide sa predlogom an di Schularbeit. Ich erinere de Kinder an di Schularbeit. Tako je, ich erinere de Kinder an di Schularbeit. E, u stvari ja podsjećam sebe da imam nešto da uradim na neke zadatke, znači ja se podsjećam. Ich erinere mich an die Schularbeit. Ok, dakle, ich erinnere die Kinder an die Schularbeit, ich erinnere mich an die Schularbeit. Sie fragte ihren Freund, warum es so kalt ist. Sie fragte sich, warum es so kalt ist. Ima na broj 3, peremo psa. Wer? Waschen, koga? Psa, akuzativ muški rod. Den Hund. Wir waschen den Hund. A kako ću reći, mi se kupamo. Kupamo sebe. Povratna zamenica, drugo lice, prvo lice množine. Wir waschen uns. Ich wasche mich. Du wäschst dich. Pa se novi waschen. Wasche, wäscht. Ich wasche mich. Du wäschst dich. Er wäscht sich. Wir waschen uns. Wir waschen uns. Wir waschen den Hund und wir waschen uns. Ok, ajmo na sljedeću. Zašto želiš toliko da naljutiš njega? Zašto želiš toliko da naljutiš njega? Warum willst du njega in so ärgern? Warum willst du in so ärgern? Zašto želiš da se naljutiš? Sebe da naljutiš. Warum willst du dich ärgern? Zašto želiš da se ljutiš? Zašto želiš njega da naljutiš? Warum willst du ihn ärgern? Warum willst du dich ärgern? To je bila rečenica broj 4. Idemo dalje. Treba nam novac za naše roditelje. Potreba nam je novac za naše roditelje. Wir brauchen Geld für unsere Eltern. Mi hoćemo da kažemo, nama treba novac za nas. Wir brauchen Geld für uns. Für unsere Eltern. Wir brauchen Geld für unsere Eltern. Wir brauchen Geld für uns. Okay. Idemo na sljedeću. Mi tražimo vama dobra mjesta u prvom redu.
mi tražimo vama dobra mesta u prvo redu. Dakle, wir suchen vama, Ihnen, dobra mesta, množina, dakle, gute plätze, je li tako, u prvom redu. Die Reihe, dakle, Reihe je imenica ženskog roda, znači in der, malo, da pomerimo, in der ersten, wir suchen Ihnen gute plätze in der ersten Reihe. E sad hoću da kažem da mi tražimo nama, mi tražimo za nas dobra mesta, ne baš i za vas. Wir suchen uns gute plätze, plac, množina plätze, wo? In der ersten Reihe. In der ersten Reihe. Ko mi je naručio čašu vina, ne flašu čašu? Ko je meni naručio čašu vina? Wer hat meni, mir, ein Glas Wein bestellt. Wer hat mir ein Glas Wein bestellt? Ko je sebi naručio čašu vina? Ko je sebi naručio čašu vina? Wer hat sich ein Glas Wein bestellt? Wer hat mir ein Glas Wein bestellt? Wer hat sich ein Glas Wein bestellt? Broj 8 je rečenica, da li ćeš ti imati poverenja, poveriti ovaj posao svom prijatelju? Dakle, imamo zu trauen glagol i dativ u ovom slučaju. Znači, wirst du deinem Freund diese Arbeit zu trauen? Wirst du deinem Freund diese Arbeit zu trauen? I naravno sada, ako ćeš sebi, da li možeš sebi da poveriš taj posao, da li si odgovoran za takav posao? Wirst du dir diese Arbeit zu trauen? Wirst du dir diese Arbeit zu trauen? Dobro. Ja njoj nisam mogao da oprostim tu glupost. Ja njoj nisam mogao da oprostim tu glupost. Dobro, znači ich konnte njoj ihr diese Dummheit nicht verzeihen. Ich konnte ihr diese Dummheit nicht verzeihen. Ali nisam mogao ni sebi da oprostim. Znači nisam mogao sebi da oprostim tu glupost. Ich konnte mir diese Dummheit auch nicht verzeihen. Ich konnte ihr diese Dummheit nicht verzeihen. Ich konnte mir diese Dummheit nicht verzeihen. Zašto ti moraš nama da protivurečiš sljedeće? Warum musst du uns widersprechen? Warum musst du uns widersprechen? A zašto moraš i sam sebi da protivurečiš stalno? Sebi. Warum musst du dir widersprechen? Warum musst du dir widersprechen? Ok, broj 10 i 10 interesantnih rečenica. Ja ću samo da ih pročitam još jedan put za vas. Ima nekih interesantnih reči u njima. Osim ovih povratnih zamenica. Sie fragte ihren Freund, warum es so kalt ist. Und sie fragte sich, warum es so kalt ist. Ovdje naravno obratite pažnju na zavisnu ovu indirektno pitanje, pa glagol na kraju. Warum es so kalt ist. I na glagol fragen, u preteritu. Ich fragte, sie fragte. I na to da iza njega ide akuzativ, ihren Freund. Zovajte. Broj 2. Ich erinnere die Kinder an die Schularbeit. Ich erinnere mich an die Schularbeit. Znači, glagol sich erinnern an plus akuzativ. Ich erinnere die Kinder an und ich erinnere mich an etwas. Broj 3. Wir waschen den Hund. Wir waschen uns. Znači, glagol waschen, rekao sam da je nepravilan u prezentu. Ich wasche, du wäschst, er wäscht. I koga? Opet nam treba akuzativ. Den Hund oder die Katze. Ne znam da li se mačke kupaju, ali dobro. Und wir waschen uns. Next. Warum willst du ihn so ärgern? Zašto ti želiš njega da tako naljutiš?
ergen naljutiti, warum willst du ihn so ergen, warum willst du dich ergen? Zašto želiš da se ljutiš, warum willst du dich ergen? Wir brauchen Geld für unsere Eltern und wir brauchen Geld für uns. Ich brauche Geld für mich, meni treba, und du brauchst Geld für dich und wir brauchen Geld für uns. Wir suchen Ihnen gute Plätze in der ersten Reihe. Mi tražimo za vas dobra mesta u prvom redu. Znači, plac, plece, množina da naučimo od reči plac i također u prvom, drugom, trećem, petom redu. Dakle, koristimo dativ, u pitanju je ženski rod, znači in der ersten Reihe. Und wir suchen uns gute Plätze in der ersten Reihe. Wo? In der ersten Reihe. Wer hat mir ein Glas Wein bestellt? Wer hat sich ein Glas Wein bestellt? Znači, ich habe mir ein Glas Wein bestellt und du hast dir ein Glas Wein bestellt und sie hat ihr ein Glas Wein bestellt. Znači, ona je sebi naručila, ja sam sebi, mi smo nama. Wirst du deinem Freund diese Arbeit zutrauen? Da li ćeš poveriti prijatelju posao? Wirst du dir diese Arbeit zutrauen? Wirst du mir diese Arbeit zutrauen? Ćeš meni da poveriš posao? Wem wirst du diese Arbeit zutrauen? Kome ćeš poveriti? Ich konnte ihr diese Dummheit nicht verzeihen. Nisam mogao njoj da oprosti glupost. Und ich konnte mir auch diese Dummheit nicht verzeihen. Kannst du dir diese Dummheit verzeihen? Možeš li sebi da oprostiš ovu glupost? Warum musst du uns widersprechen? Warum musst du dir widersprechen? Warum muss ich mir widersprechen? Zašto ja sebi protivurečim i svi nama samima ponekad protivurečimo. Widersprechen. Ok, to je to za danas. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćus!